Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Hallo! Wo will er sie noch? Sie meinen, Sie haben Ihr Ziel erreicht? Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Hitler ist schlecht für Deutschland. Da kann man nichts machen. Aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Er ist bisher immer so als der Prototyp des schwäbischen Wutbürgers gesehen worden. Als einer, der ein Eigenbrötler ist, irgendwann mal sagt, jetzt bombe ich die ganze Bande weg. Das ist ein tief sitzendes, heute auch noch weit verbreitetes Vorurteil. In Wirklichkeit war das ein unheimlicher, also ein Stenz. Das war einer der kurzen Mädels, der hat uneheliches Kind gehabt. Das war ein Musikant. Das war ein Mensch, der seine Freiheit wahnsinnig geliebt hat. Und für uns ist jetzt auch der Weg plausibler, von einem Menschen, der das Leben liebt, in eine Anti-Haltung, in eine Oppositionshaltung gegenüber dem Regime, das dir die Freiheit nimmt und der dir das Leben nimmt, das du eigentlich leben möchtest. Da bin ich jetzt übrigens bei einem Punkt Recherche, ne? Dem Haus hier, also es ist noch an der anderen Stelle, verdanken wir einen unglaublichen Fund, nämlich alte Filme aus Heidenheim. Das ist alles hier gelandet, im Haus des Dokumentarfilms. Hier sind auch Takeouts, würde man heute sagen, also nicht verwendete Teile der Filmaufnahmen vom zerstörten Bürgerbräukeller gelandet, die nicht in der Tat in der Wochenschau gekommen sind. Das haben wir jetzt in den Spielfilm eingeschnitten. Für Kostümbildner ein gefundenes Fressen. Von den Schuhen über die Kleidung. Da sind auch im kleinen Teil sogar in unserem Kinofilm drin. Man sieht da die ganze Nazi-Dekoration. Und da kommen jetzt natürlich die ersten Uniformen. Ne? Wehrmacht. Und das haben wir jetzt im Film drin. Weil das so kurios ist, er hebt sie jetzt hoch und das Wasserglas bleibt stehen. Und der Nächste kommt dran und Heidi Witzka, boing, bleibt wieder stehen. Und nochmal. Und hoppala, jetzt hat es geklappt. Und alle sind froh. Macht dann auch richtig Spaß. Man kriegt dann so einen Jagdfieber, so einen Jagdinstinkt. Insbesondere, wenn man dann auch mal weiterkommt, wenn man mit den Leuten spricht, die die Betreffenden gekannt haben. Und der Halbsatz, der in allen Trailern und so weiter durchläuft bei Elsa, ohne Freiheit stirbt alles ab. Das ist ein Satz, den Halbsatz, den hat Oliver Hirschbiegel einmal mich angerufen und sagte, wie gefällt denn dir, schmeck's mal ab. Habe ich gesagt, prima, super, und der läuft jetzt in allen Trailern, weil er einfach das nochmal auf den Kick bringt. Elsa ist ein richtig brutaler Film, weil er ist insoweit auch moderner. Es wird überall auf der Welt gefoltert, auch die Amis foltern, das muss man auch mal zeigen. Oder zeigen, wie das ist. Man muss es sehen können. Und das war auch das Hauptargument für die FSK, uns da 12 zu geben, wo es richtig brutal ist. In jedem der Filme, den Sie machen, jetzt Elsa wird das nochmal besonders zeigen, geht es um eine unvorstellbare Grausamkeit. Ist das nicht ein Thema, das einen irgendwann auch mal so die Luft wegnimmt? Mir bisher nicht, kann ich sagen. Also ich finde, das ist so ein für mich so ein Rätsel, wie ein Volk, von wenigen Ausnahmen abgesehen, derartig pervertiert ausrasten kann in so einem kurzen Zeitraum. Deswegen interessiert mich auch der Widerstand dagegen so sehr. Ne? Und man kann natürlich das System, das Regime nur zeigen, wenn man es wirklich auch versucht, annähernd so darzustellen, wie es war. Okay. Herzlichen Dank. Ja, das war ein tolles Publikum. Ja.
War mir eine Freude. Okay. Ja.